Ja, überzogen. Gut. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Vortrag, der heißt schlicht und einfach Fahrtenbuch oder Fahrtenbuch auslesen. Den halten diesmal zusammen Harald König und ich, Frank Hoffmann. Harald, stellst du dich bitte mal kurz vor? Ja, steht da schon vorne. Achso, T-Shirt sagt fast alles. Ich mache seit ein bisschen mehr als 25 Jahren Linux. Und habe vorher, warum mache ich Linux? Weil ich vorher Unix gemacht habe und halt meine Linux-Quellen haben wollte. Und ich mache bis heute sehr viel Kommandozeilen-Sachen zum Programmieren, zum Entwickeln von Lösungen, ob es jetzt Admin oder auch tatsächlich hardware-nahe Programmierung und Chip-Entwicklung ist, was ich jetzt seit vielen Jahren mache. Und da passieren ganz viele so Einzeller, die lang werden, und Shell-Skripte und Script-Tools wie jetzt AWK und alles, was wir sehen. Und da hat der Frank mal ein schönes Beispiel gehabt, das er in Schulungen verwendet. Lass uns das doch mal das gleiche Mini-Beispiel in ganz vielen Skriptsprachen mal zeigen, wie das geht und so ein bisschen lernen, wie man es vielleicht gut oder nicht so gut macht. Irgendwie Sachen rechnen. Jetzt geht es zufällig mal ums Rechnen, genau. Was auch nicht so die Domäne von Shell ist, aber wenn wir genug Zeit haben und schnell genug sind, zeige ich am Schluss immer mit Shell auch sehr interessant rechnen können. Genau, und das ist eigentlich auch schon die Überleitung zum Thema. Wer es in meinem Vortrag vorhin schon mitbekommen hat, also ich bin halt ziemlich viel unterwegs als IT-Trainer oder auch als IT-Spezialist und in meinen Kursen, die dann halt auch LPI-Vorbereitungen beinhalten, geht es halt darum, dass die Teilnehmer auch erlernen, wie kann man mit Shell-Tools arbeiten. Und das, was ich als Beispiel zum Trainieren herausgesucht habe für meine Teilnehmer, ist ein Fahrtenbuch. Und das Fahrtenbuch, das sieht dann eigentlich immer relativ einfach aus. Ist es das? Das heißt einfach Fahrtenbuch, ne? Ja, genau. Das Fahrtenbuch sieht von der Sache her relativ simpel aus. Also es hat halt mehrere Spalten. Einmal die Anzahl der Fahrten, das ist die linke Spalte. Dann den Abfahrtsort, dann nach, also den Zielort, dann die Distanz. Und dann im Endeffekt noch der Reisegrund. Und die Aufgabe, die ich meinen Teilnehmern in dem LPIC-Vorbereitungskurs immer stelle, ist, nehmt diese Textdatei her und berechnet die Gesamtkilometerzahl. Und das dient einfach dazu, dass die Teilnehmer herausfinden, wie sie mit den einzelnen Shell-Tools arbeiten oder wie sie auch mit verschiedenen anderen Programmiersprachen arbeiten, wie sie das mit Python machen oder ob sie das mit Tickle machen oder ob sie ein AWK-Skript schreiben oder ein Perl-Skript, ist vollkommen egal. Einfach nur die Aufgabe, das ist das Fahrtenbuch, mein Original-Fahrtenbuch ist deutlich länger und die müssen dann an der Stelle ein Shell-Skript oder ein Skript bringen, wo sozusagen nur die Gesamtkilometerzahl herauskommt. Und Harald und ich, wir haben halt überlegt, das könnte wie gesagt ziemlich spannend sein, wenn wir das einfach mal zeigen, was da einerseits an Skripten rausgekommen ist, beziehungsweise wie man sich überlegt, wie man so eine Aufgabe lösen kann. Es ist als Anregung gedacht, mit den einzelnen Tools herumzuspielen und vielleicht auch so als Tipp, wie kompliziert ist das eigentlich oder mit wie wenig Aufwand baut man sich sowas zusammen. Das, was wir auf der Wunschliste stehen haben, was wir zeigen wollen, wir wollen ein Shell-Skript zeigen, wir wollen das als Tickle-Skript zeigen, es ist vorbereitet für Python, für Perl, für AWK und auch für SED. Und was wir an der Stelle zeigen, hängt einerseits ab, was wir schaffen und andererseits, was ihr für Fragen habt. Also das heißt, ich glaube, das ist wichtig, immer sofort fragen, kommentieren, besser machen, mit weniger Zeichen. Genau, und warum die Zeile so lang wird und sowas. Das ist sozusagen der Inhalt von diesem Vortrag, das, was wir uns vorgenommen haben. Und mit welchem fangen wir an? Fangen wir mit dem Shell-Skript-Teil an? Also, na, mach mal erst die einfachen, so ein AWK oder sowas. AWK Python und dann ein bisschen Shell. Ach so, okay. Oder? Dann machen wir das so. AWK gut. Ist, glaube ich, somit wirklich die schönste und einfachste Lösung. Ja. Weil man auf jeden Fall mal einen AWK-Kurs beim Frank besucht haben sollte. Naja, es ist halt Teil von, es ist halt Teil von dem ganzen LPI 1-Level und das fände ich. Das ist halt einfach ganz gut zu wissen, wie sieht sowas aus. Wir schauen uns als allererstes mal dazu dieses Fahrtenbuch an. Das sieht auf den ersten Blick ganz einfach aus, aber damit das sozusagen einzelne Spalten werden,
ist das Ganze sowas nochmal von mit Tabulatoren getrennt. Also sozusagen zwischen dem, schauen wir uns das mal im Vim an, da sieht man das nämlich. Da sind dann nämlich einzelne Tabulatoren noch drin. Also hier zwischen der 1 und dem Ort sind sozusagen zwei Tabulatoren drin. Dann hier zwischen dem Berlin und dem und Potsdam sind mehrere Tabulatoren drin. Ja? Und das heißt mit anderen Worten, wenn man das Skript also schreibt, muss man diese ganzen Sachen auch herausfiltern, dass man halt den richtigen Wert dann halt auch bekommt. Und für einige Teilnehmer war das halt ziemlich, sage ich mal, anspruchsvoll. Ja? Manche Sachen, da hier Frankfurt-Main zum Beispiel, sind auch Klammern und Leerzeichen noch drin, manchmal sind Sonderzeichen noch dabei. Wird also ziemlich lustig. So, und das ist halt, wie gesagt, der Ausgangswert. Und die Teilnehmer, die als, was ich so als Lösung teilweise gesehen habe, das war zum Beispiel so eine Lösung. Das ist eine AVK-Lösung. Ist das für jeden zu sehen, von hinten, sichtbar? Ja. So, und das ist eigentlich ein Zweizeiler. Das ist, glaube ich, die kürzeste Lösung überhaupt, die da ist. Und die Idee, die da dahinter steckt, ist zu sagen, okay, wir haben halt mehrere Variablen und diese Variablen, also jede Spalte in einem in dieser Textdatei wird einer Variable zugewiesen, also $1 bis $4 und dann haben wir noch eine Gesamtsumme, also die Gesamtanzahl und das wird einfach für jede einzelne Zeile in diesem ganzen Skript oder in der ganzen Textdatei ausgewertet. Das Schöne bei dieser ganzen Geschichte ist, dass es sozusagen die Kopfzeile, wo also von, nach und so weiter drinsteht, das AWK sozusagen das nicht mit berechnet, weil da quasi keine Zahlenwerte drinstehen. Und dass das auch funktioniert, das können wir uns angucken. Das ging mit einem AWK und dann brauchen wir einfach nur das Fahrtenbuch an der Stelle. Und siehe da, ich glaube, man muss es noch mit einem minus F aufrufen, stimmt das? Ja, wir bräuchten noch das Skript. Wir bräuchten noch das Skript, stimmt. Skript. Genau. Da muss der sagen minus F, das ist ein... Das stimmt. Das sind eben auch nur die Sachen, die man dann sozusagen immer wieder vergisst. Und siehe da, dann nimmt es sozusagen das Skript, was ja einfach Distanz minus 2 AWK heißt, und nimmt das Fahrtenbuch und gibt die Gesamtkilometerzahl aus. Müsste man da nicht den Feeds separat von auf den Tag? Ich hätte anders gefragt. Wer hätte nachgerechnet, ob das stimmt? Ja, das stimmt nicht. Kannst auch hören. Also wenn du guckst, Paris ist 575 Kilometer mal 2 und noch andere große Zahlen. Ist da ein Akku-Skript drin? Nein, das Skript ist richtig. Das Skript ist richtig, genau. Ja, aber wie er richtig gesagt hat, genau deine Tabs, die den Leuten Probleme machen. AWK macht als Separator auch die Leerzeichen. Ja. Und da war ja so diese Gemeinde, genau diese Frankfurt am Main-Zeile, wo ein Leerzeichen ist. Da ist die zweite Spalte, da ist nur das Frankfurt. Die dritte Spalte ist Main und rutschen die Kilometer woanders hin. Ja, das kannst du auf der Kommandozeile machen. Ja, zum Beispiel plus F und dann. Oh, ein Dollar, diese Spalten, AWK macht das automatisch für einen. Mhm. Aber erstmal mit allen Whitespaces, mit allen Leerzeichen. Ja, dann muss ich, glaube ich, mit einem großen F, ne? Genau, und dann muss ich dem, glaube ich, noch einen Tab mitgeben. Ja, geht ein bisschen Wechsler stehen. Genau. Müsste gehen. So. Ja, und dann nimmt es das nämlich als Feldtrennzeichen für die einzelnen Spalten. Jetzt gucken wir mal, was rauskommt. Hm. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob man den Tab so angeben kann, das ob es auch checkt. Ich weiß es gar nicht. Das heißt, jetzt haben wir was Lustiges. Normalerweise funktioniert das nämlich einfach. Also auf der Kommandozeile machen wir noch einen Backslash hin. Wir können dem auch machen wir noch einen Backslash hin. Noch einen Backslash, ja, dahinter. Ja, oder Single Quotes. Das ist jetzt ein anderer Vortrag eigentlich. Ja, dann machen wir halt einen anderen Vortrag draus. Okay, Single Quotes oder Doppel Backslash? Wenn man das richtig schreiben würde, dann würde das auch funktionieren. Ah. Immer. Aber hier kommt es sozusagen auf 0 Kilometer raus. Also es tut an der Stelle nicht genau das, was wir eigentlich haben wollen. Ich habe gespickt. Machen wir eckige Klammern drum. Jetzt machen wir noch eckige Klammern drum rum. Spannend. Spannend, genau. Also, hier oben nochmal eckige Klammern. Ja, also ja, oben in den Gänsefüßchen. Wobei eigentlich ein Einzelner ist ein regulärer Ausdruck, den man macht, das ist Österreich. Kommt
kommen wir noch auf 0 Kilometer. Also irgendwo hängen wir da an der Stelle gerade noch fest. Ja, weil es nicht interpretiert werden kann. Das müssten doppelte Gänsefüßchen sein. Ne, das ist... Eigentlich, das ist wir nehmen die Anregung auf und testen das. Kommt nicht aus der Schellerweiterung raus. Was hast du für eine APK? Also ich habe hier eigentlich... APK minus minus version? Ja, schauen wir mal. Sonst gibt es... Also okay. Also eigentlich sollte das funktionieren, weil die Sachen haben das letzte Mal auch funktioniert. Jetzt sind wir gerade an dem Punkt und gucken, warum funktionieren Sachen nicht so, wie sie sollen. Spannend. Das ist echt spannend, ja. So, wir können aber, ich erinnere mich, dass wir es im APK-Scope sozusagen oben noch eine Zeile einbringen. Ja, FS ist gleich... FS ist ja, gleich TAP. Das macht die Option minus groß F eigentlich. Ja, richtig, ist, genau. Das müsste schon funktionieren. Müsste eigentlich funktionieren. Wir gucken noch mal in unser Skript rein. Vielleicht sind wir da doch noch irgendwas falsch liegen. Ah. Ja? Ich mag meine VGA-Kabel haben. Das Problem mit den vorgefertigten Lösungen ist ja immer, deswegen habe ich keine vorgefertigten Lösungen dabei, weil wenn man das von Scratch entwickelt. Also das ist das gleiche, was wir hier auch haben, Fahrtenbuch. Da sind noch zwei Gemeinheiten drin, dass da noch eine Leerzeile davon dahinter ist, die macht dann auch mal bei irgendwelchen Lösungen nochmal ein Problem, aber das ist nur Detail. Und um sowas zu üben, fange ich immer an, erstens so lange auf der Kommandozeile rumbasteln, bis das tut und dann in den Datei reinschreiben. Dann weiß man, und so die Idee war, man nimmt die erste und vierte Spalte und dann kann man immer erstmal mit Print gucken. Ich nehme die erste und die vierte Spalte, was ist denn das, was ich da machen möchte? Ja? Wenn man das macht, dann stellt man fest, da oben, da muss man sich darum kümmern und die ersten beiden Zeilen sind nicht so richtig gut. Hier klappt es ganz gut und da bei dem Paris geht irgendwas schief, weil das nämlich genau das Beispiel ist mit Frankfurt am Main, weil dann kann man mal gucken, ich gebe mal die dritte Spalte aus sozusagen. Ja, dann ist Main die dritte Spalte schon und deswegen geht es alles ein bisschen schief, weil die Leerzeichen Sachen sind. Jetzt kann man mal sagen, okay, das ist ja das mit den Tabulatoren. Und wenn ich das jetzt mache, das Trennzeichen ist der Tabulator. Und wenn ich das jetzt mache, dachte ich mir das vorher schon relativ schön aussah, stelle ich mit großer Überraschung erstmal fest, jetzt ist hier die Spalte 4 verschwunden, obwohl doch hier erste Spalte, zweite Spalte, dritte Spalte, vierte Spalte, das ganz komisch aussieht. Das Rätsels Lösung, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist, das ist der erste Tab, das heißt Berlin ist die zweite Spalte. Geben wir mal die zweite Spalte aus. Aber man sieht es unten gerade noch, aber ich komme es ganz an, Moment. Ich muss es bei mir mal so, dass ich es auch richtig sehen kann. Muss auch wieder kommen. Das Problem ist, hier haben wir gesagt, das Trennzeichen ist genau ein Tabulator. Mhm. Ja, und wir wollen mehrere, also ein oder mehrere Tabulatoren haben und das hätte doch eigentlich so gehen sollen. Nein, das ist es eben nicht. Mist. Jetzt gehen wir mal ins Spiel. Aber nochmal zeigen, weiß nicht, ob es jedem klar ist. Jeder Tabulator ist ein Spalten, das heißt, das ist die erste Spalte, hier kommt ein Tabulator, das ist die zweite Spalte, hier kommt ein Tabulator, das ist die dritte Spalte. Das heißt, hier Spalte 3 ist nichts und weil hier drei Tabulatoren sind, sind zwei leere Spalten zwischendrin. Man muss dem AWK jetzt sagen, mach doch mal beliebig viele Tabulatoren. Und weil es ein regulärer Ausdruck ist, kann man das wahrscheinlich so zum Beispiel so machen oder mit dem Plus. Mal gucken. Und jetzt will ich aber die vierte Spalte haben, das ist das, was wir haben wollen. Ein oder mehrere. In modernen, regulären Ausdrücken, reguläre Ausdrücke, wer hat noch nie einen regulären Ausdruck gesehen, diese Pattern-Sachen von Perl irgendwie. Stern heißt immer das Zeichen davor null oder mehrmals. Plus können manche regulären Ausdrücke das Zeichen davor ein oder mehrmals. Funktioniert auch. Mach bitte mehr, ein oder mehr Tabs und dann klappt es plötzlich. Und wenn man dann sieht, das sind die richtigen Spalten, dann ist der Rest relativ einfach, dann kann man sagen, ja, dann kann ich sagen, tu mal die Spalte 1 nicht und die Spalte 4 ausgeben, sondern tu die mal miteinander multiplizieren. Und da merken wir jetzt, was Frank gesagt hat, das geht automatisch richtig, weil AWK ist so nett und kann alles als Zahl oder alles als String angucken und oben die Numbers und die leeren Zeilen, das ist dann halt eine 0. Und wenn es nur darum geht, Sachen aufzusummen, dann sieht man, da oben kommt eine 0. Aber wenn ich jetzt nur die Zahlen aufsumme, ist das schon gar nicht so schlecht. Und dann kann ich da zum Beispiel print
Und was Schönes ist auch, also eigentlich würde ich jetzt hinschreiben, Summe plus gleich oder Summe gleich, kann man, Summe plus, ich summiere das jetzt alles auf und, wenn ich das so, und gebe gleichzeitig auch die Summe aus, dann sehe ich in jeder einzelnen Zeile, was er macht, das ist schon mal ganz praktisch. Und um dann das schöne Ergebnisskript von Frank zu haben, wird man natürlich erstmal nur Summe gleich Summe plus irgendwas machen, das alle ausrechnen. Und dann gibt es so ein spezielles Pattern, sagen mit End. Wenn du alles abgearbeitet hast, dann gibt man irgendwas aus, dann gibt man hier dann die Summe, Kilometer, sowas. Jetzt habe ich irgendwas vertippt. Klammer zu hinten dran ist vielleicht noch eine gute Idee. Und dann kommt da 1740 Kilometer raus. Und um das ein bisschen kürzer zu machen, kann man dann natürlich immer da Summe plus gleich. Dann kann man schon den zweiten Variablen nicht falsch schreiben. Also es muss mehr rauskommen. Das Problem war tatsächlich auch diese mehreren Tabs für die Spaces, die machen es schon kompliziert genug. Ja, das ist aber auch genau sozusagen und das macht dann jedes Skript wieder ein bisschen anders. Ja. Aber es ist natürlich wirklich ein schöner, eigentlich ein schöner Ein- oder Zweizeiler, je nach das End kann man da hinschreiben. Und noch viel einfacher geht es mit anderen Tools eigentlich auch nicht. Aber man kann es komplizierter machen. Ja. Aber wir sehen also, es ist manchmal etwas trickreich, sozusagen das zusammenzubauen. Und ich habe in der Zwischenzeit nochmal geschaut. Also wenn man das AWK-Skript sozusagen haben will, man es ausführlich aufschreiben will, das ist das dann sozusagen die komplette Schreibweise. Ja, das ist die Option minus groß F, das ist eben genau die Variable. Ja. Oder man kann sagen, Beginn vor allem anderen, mach mal und End nach allem anderen, gib mal so die Ergebnisse. Das ist total praktisch für, genau. Ich arbeite was durch, ich suche was, will ein Endergebnis haben. Und das, was AWK intern macht, ist Gold wert für so Kleinigkeiten. So, und dass das sozusagen auch für größere Sachen funktioniert, da können wir mal, ich zeige mal ein Fahrtenbuch, das müsste aus dem Jahr 2016 sein. Das ist also hier ein bisschen länger. Da habe ich das einfach mal für das Jahr 2016 gemacht, weil ich wissen wollte, wie viele Kilometer das sind. Das geht also wirklich ein bisschen länger. Und dass das sozusagen auch für längere Skripte funktioniert. Das sehen wir sozusagen hier. Und da kommt dann halt wirklich raus, das sind also 100.000 Kilometer. Und das ist dann also wirklich die Gesamtkilometer-Distanz bei mir für 2016 das gewesen. Nach Dornbirn, glaube ich, 10.000 gemacht. Damals warst du noch im fünfstelligen, bei 90.000. Genau, in Dornbirn 2016 warst du noch im fünfstelligen Bereich und dann ist es halt in den sechsstelligen gerutscht. Für 2017 bzw. 2018 habe ich noch keine Zahl. Gut. Das ist sozusagen die AWK-Variante. Und das kann man natürlich auch noch für andere Programmiersprachen machen. Mit welcher wollen wir weitermachen? Wollen wir machen Perl, Python, ich glaube schon. Machen das passt Perl, da schön. Perl, Python, machen wir das, oder? Genau. So. Weil ich bin an der Stelle nämlich auch erstmal so rangegangen, wir haben irgendwie etwas, eine Programmiersprache, mit der wir irgendwo vertraut sind. Und meine Lieblingsprogrammiersprache ist halt Python. Und da habe ich dann erstmal gesagt, ja, wie kann man das am besten lösen? Das heißt jetzt nicht, dass die Lösung die perfekteste ist, aber sie funktioniert. Und die Idee, die hier dahinter steckt, ist halt einfach zu sagen, okay, ich habe ein Modul, was ich einlese und für jede Zeile, die ich quasi einlese, mache ich einen Zeilenabgleich. Also zum Beispiel hier habe ich zum Beispiel so etwas stehen, das sagt mir, ist das eine Zeile, die einem bestimmten regulären Ausdruck entspricht? Also zum Beispiel fängt meine Zeile mit einer Ziffer an, deswegen steht dort also dieses Slash D. Dann folgen darauf beliebig viele Tabulatoren und so weiter. Also ich gucke erstmal, ob ich auch eine Zeile habe, wo auch die entsprechenden Zahlen drin sind, um einfach auch diese Zeile mit den Überschriften, die Kopfzeile rauszufiltern, damit Python da nicht auf die Nase fällt. Dann habe ich hier ein Ausdruck stehen, der mir sagt, okay, splitte mir das Ganze mal in einzelne Spalten auf, jeweils wiederum aufeinander dividiert an mehrfach vorkommenden Tabs. Dann habe ich hier etwas, das berechnet mir das. Die beiden Zeilen, das ist genau das, was AWK alles schon vollautomatisch macht. Dann sagt man, das ist ein Trennzeichen und die beiden Zeilen, wenn man matcht oder was, das ist schon kostenlos mitgeliefert.
Also mir hat es zum Beispiel geholfen, zuallererst das Python-Skript zu schreiben und dann aus dem Python-Skript die APK-Variante zu bauen. Weil diese Sache war für mich dann, das ist so für mich dieser Weg, wie der Denkprozess halt bei mir lief. Und ganz am Ende kommt halt wirklich hier nochmal die Berechnung von der Gesamtsumme und ganz am Ende halt nochmal die Ausgabe von dem Ganzen. Und so simpel und so einfach habe ich das damals in Python geschrieben. Da gibt es eine Anmerkung. Juhu. Ja, das Rematch, das wird jetzt jedes Mal ausgeführt pro Zeile, das würde ich vorher kompilieren. Und mit Gruppen arbeiten, dann braucht man auch dieses Split nicht. Und dann ist das quasi kürzer. Okay. Genau, also ich würde vor der Schleife würde ich einen re.compile machen mit dem regulären Ausdruck. Ja. Und das erste numerische Klammer machen, genauso wie auf das letzte. Mhm. Und dann Zwischensumme, also dann sagen if regex search Punkt match Zeile, dann Zwischensumme gleich match Punkt group 1 und group, mal group 2 und ja, das andere ist dann so. Ich glaube, so was Ähnliches für die Gruppen kommt nachher auch bei SED, ja. Um mal spicken gehen. Also ja. Es gibt mit regulären Ausdrücken, auch dem Python gibt es natürlich unendlich viele Möglichkeiten. Ja. Aber ich glaube, da bin ich nachher auch nochmal, ja, da Gruppen kriegen wir noch in anderer Weise. Genau. Also das kann man auch in einem SED-Einzeiler schreiben, was man in Python in 5 Zeilen braucht. Aber das, was du gerade gesagt hast, das stimmt natürlich, den Ausdruck vorher kompilieren, dass er nicht jedes Mal neu berechnet wird. Das macht natürlich die Geschwindigkeit, an der das erhöht sozusagen die Geschwindigkeit auf jeden Fall. Was ich vorschlagen würde, ist, wie gesagt, alle diese Sachen liegen in einem GitHub-Verzeichnis. Mhm. Und wenn es sozusagen einen Optimierungsvorschlag gibt, dann einfach sozusagen einen Request an mein GitHub-Verzeichnis schicken und dann kann man das sozusagen als verbesserte Lösung damit integrieren. Okay. Wäre das ein Vorschlag? Ja, freilich. Ja. Und das sind dann auch, wie gesagt, die anderen Sachen alle noch mit drin. Ich würde das auch noch ein bisschen mehr Python-mäßig machen. Gerne doch. Pyphonic, sagt man, ja. Glaube ich. Ja. Ich würde mit with open, weil wenn das aus irgendwelchen Gründen stirbt, dann ist wahrscheinlich noch ein offener File-Pointer. Und das geht ja im File-Input nicht. Müsste ich aber nachlesen. Ja, also das mit dem, das Ganze in der WIF-Schleife, so, WIF, Open File etc. zu machen, das ist auch noch eine Idee. Das kann man natürlich dann noch abbruchsicher machen. Das ist eine super Sache. Ich freue mich dann einfach auf den Vorschlag. Das Ergebnis ist natürlich das, was rauskommen sollte. Ja. Ja. Okay. Also, das sollte passen sowieso schon. Ja. Okay. Jetzt gucken wir mal, wie die Perl-Variante aussieht. Die kriege ich bestimmt von allen, die sehr viel Perl machen, irgendwie Ärger. Da fehlt das U-Script. Hä? Da fehlt das U-Script. Stimmt einiges? Eigentlich ja. Aber von gut, aber von der Sache her ist es im Prinzip genau der gleiche Aufbau wie in dem Python-Skript halt auch. Das unterteilt das Ganze, das zerlegt das Ganze in einzelne Felder, nimmt sich sozusagen die einzelnen Spalten daraus und rechnet es zusammen. Im Prinzip ist es genau der gleiche Aufbau. Ne? Gut, und dass das funktioniert. Ich denke, das glaubt jeder, oder? Da muss halt das File als Parameter übergeben. Ja, probier's doch mal. Probieren wir das aus. Weil, nachdem das vorher schon mal falsch gerechnet hat. Na, danke. Ist doch immer spannend. Also. Achso, muss ich mal gucken, ob wir wirklich die gleichen Dateien haben. Ich habe eine andere Zahl im Kopf gehabt. So, wir haben hier das und das braucht jetzt an der Stelle definitiv noch eine. Doch, 1740 Euro. Ja, und hier rechnet es das sozusagen aus. Das rechnet sozusagen die Gesamtsumme an der Stelle aus. Tut. Hast du das mit Python auch schon mal rechnen lassen? Wir können das auch mit Python nochmal rechnen lassen, das geht. Hey. Okay. Ja, funktioniert. Super. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt eine Shell-Variante. Shell? Ja. Also in Shell hat man natürlich nicht so viel Komfort, speziell wie in AWK. In der anderen Seite, da muss man, ja, ein bisschen Komfort ist auch da. Aber da ist einmal auch
halt. Wir sehen was. Ja, aber ich sehe unten die letzte Zeile nicht. Wenn ich am Rand tippe, dann seht ihr es noch, aber ich weiß nicht, was ich tippe. Deswegen noch einmal umgeschaltet, dann sehe ich es auch. Gut. So, wo fangen wir an? Es gibt so, also das Problem bei der, also das Schöne an diesem Beispiel ist, es sind keine Fließkommazahlen. Also das ist meine Beispieldatei von ihm. Wenn da jetzt die Distanz 30,5 wäre, ein generelles Problem mit der Shell, dass die anderen Sachen eigentlich haben, Fließkommazahlen gehen erstmal nicht. Lassen wir jetzt erstmal die Version, aber Shell kann natürlich mit Integers rechnen, da gibt es so Sachen, was weiß ich, 2, 1 plus 2, entweder in eckigen oder zwei runden Klammern, das ist ein bisschen Geschmacks- und sonst wie Sache. Ich finde, das obere liest sich besser, deswegen mache ich es immer so. Kann man da irgendwelche Zahlen reinschreiben und Ganzzahlenarithmetik geht gut. Das ist jetzt Bash, oder? Also, das ist eine Bash-Extension gewesen am Anfang, das ist die POSIX-Variante. Ich glaube, die meisten Shells können beides, weil die Bash, aber ich bin mit Bash dann nicht aufgewachsen, ich bin mit TC-Shell aufgewachsen und C-Shell und Bourne-Shell, bevor es diese neumodischen Sachen gab. Aber es sind weniger Zeichen, es ist weniger zu tippen und das mit den zwei runden Klammern habe ich ein bisschen Problem mit. Ich finde einfach, da liest sich schöner und ist optisch besser zu trennen. Aber das heißt, man könnte jetzt sowas machen, eben da damit auch rechnen. Jetzt ist genau wie bei der anderen Sache das Problem, wie macht man die Spaltentrenner? So ein typisches Ding ist in Shell so Zeilen einlesen, while, read, und dann kann man sagen, lies mal die Spalten 1, 2, 3, 4, zum Beispiel die Numbers, den Ort 1, ach nee, from heißt das hier, from to dist reason oder sowas, do irgendwas machen, dann. Und dann kann man hier zum Beispiel immer, das, so geht beim besseren Einzeiler dann immer los. Erstmal hinschreiben, irgendwas einlesen, machen, Datei kommt gleich noch. Und dann mal gucken, hat es denn mit den Spalten geklappt? Zum Beispiel einfach, ich will mir bloß die Numbers, so die Anzahl. Aber wenn ich das nur so mache und Return drücke, dann würde er jetzt irgendwo herlesen wollen, dann kann ich das sogar mit dem Terminal machen und sagen, A, B, C, D, E, F als Input da. Und dann sagt man A oder 1, 2, 3. Und ist natürlich jetzt hier Quatsch, dann kann man da den das Fahrtbuch reinpalmen, dann sieht man, okay, bei den Numbers, das ist die erste Spalte, das ist trivial, das kann ja jeder. Aber wir brauchen auch eben Numbers und die zweite Zahl, die uns wichtig ist, wie richtig gesagt, schreibt das mal in die Variable dist rein. Da haben wir das gleiche Problem wie am Anfang mit AWK, dass das mit den Spalten auch die Shell geht, hier nimmt beliebig viele Whitespaces und die vierte Spalte, solange das gut geht, AWK kombiniert eben alle Tabs wieder oder alle Whitespaces, das heißt, das ist ein Trennzeichen und die vierte Spalte ist die Zahl. Und das Einzige, was uns hier Ärger macht, ist eben an der Stelle dieses Leerzeichen extra. Deswegen ist das schon die vierte Spalte. Und auch hier muss man halt jetzt wieder irgendwie sagen, nimm mal ein anderes Trennzeichen. Und da gibt es den Input viel separat, ist so eine Shell-Variable. Und den kann man auch sagen, nimm mal nur die Tabs. Und wenn ich das so mache, erstmal das Fahrtenbuch anzeigen, könnte nützlich werden. Weil, ach, dann darf ich es hier nicht machen, dann probieren wir mal so rüber aus. Man darf Variablen, Shell-Variablen immer auch setzen. Das sieht jetzt ganz anders aus. Was ist passiert, wenn man so ein bisschen guckt, was da oben steht und ich gebe nur dist die vierte Spalte jetzt gerade aus. Stimmt das? Ah ne, Number und Dist. Num ist das erste und die vierte Spalte ist das hier. Berlin, Po. Grund ist, dass die T's die Trennzeichen sind. Und also ne, da geht die erste Spalte bis hierhin sogar. Das Backslash T, das Backslash hat er nicht so richtig verstanden. Weil das jetzt für ihn nur ein T ist. Hilft auch nichts. Hilft das, wenn man ein zweites T reinmacht? Nee, nee. Das mit den Sonderzeichen ist ein bisschen ein Problem. Jetzt kann ich in der Shell-Taste mit Ctrl-V Tab ein echtes Tab-Zeichen da reinmachen. Hey, und es tut. Das Dumme ist, wenn ich sowas mache und jetzt zum Beispiel mit der Maus dahergehen würde und die Zeile abmausen, das ist jetzt wieder so ein typisches Shell-Problem, und es dann nochmal reinmache, dann hat die Maus aus dem Tab, der da drin ist, den man nicht richtig sieht, also wenn ich jetzt hier rüber schiebe, dann schiebt sich das richtig. Da sind jetzt Spaces draus geworden. Wenn ich hier, da wo ich das eintippe, dann merkt man, das ist noch ein Tab, der markiert immer so diese Achterspalten. Deswegen ist das so, die Tabs auf der Kommandozeile eintippen und dann noch am Schluss irgendwo anders hinhaben wollen, problematisch. Aber das ist jetzt ein spezielles Tab-Problem, aber deswegen hat er es ja eingebaut, deswegen war er ja so fies.
Und zwei Lösungen sind mir immer eingefallen, sowas zu machen mit $100 Klammer auf oder Backquote früher. Kann man, ich führe ein Kommando aus und das Echo kann mir ein Tab ausgeben. Gib mir mal ein Tab aus und vielleicht noch ein minus n, weiß ich gar nicht. Und setzt die Variable auf den Output von diesem Echo-Kommando. Das ist mouse-fähig. Aber total gruselig. Aber das wäre so eine der portablen Möglichkeiten, das jetzt mausmäßig zu machen. Und was ich erst vor kurzem gelernt habe, wo ich ganz überrascht war, es gibt, man kann Dollar-String sonst was machen. Und da kann er dann plötzlich die ganzen Quotes. Das ist. Und das ist auch wieder mausfähig. Aber das kenne ich tatsächlich erst ein Jahr oder zwei. Und ich weiß auch nicht, wie lange es das schon gibt. Das kann es nicht ewig geben. Es gibt $SingleQuote und $DoubleQuote. Mit $DoubleQuote ist das mit dem Backslash wieder anders, weil in DoubleQuotes der Backslash gequotet werden muss, dann tut es immer, nimm SingleQuote. Also damit kann ich jetzt sagen, nimm die Tabs als Separatoren, die Bash geht automatisch her, nimm beliebig viele Tabs als Einspaltentrenner im Gegensatz zu dem AWK, wo ich so ein reguläres Plus gebraucht habe. Und jetzt habe ich die Sachen da drin, jetzt ist es eigentlich relativ einfach, ja, jetzt kann ich ja sagen, Echo habe ich vorher schon gezeigt, die Arithmetik ist irgendwie Zahlen mit irgendwas, dann kann ich hier mal das Produkt bilden. Ups. Echo, und die Shell ist jetzt unglücklich, wenn man guckt, da kommt dann Numbers mal Distance und das sind keine Zahlen, dann sagt er, das ist aber überhaupt nicht gut, was du da machst. Hier ist das Problem, die Leerzeile, wo gar nichts kommt. Das heißt, in diesem Fall muss ich jetzt tatsächlich abfragen, jetzt, was ungleich 0 geht, aber dann kann man vielleicht auch sowas machen. Ich kann abfragen minus n, hierüber mache ich es. Mit minus n kann ich abfragen, ist Dollar, was war das erste Num? Ist das nicht, ein nicht leerer String? Und dann beim zweiten kann es auch schief gehen. Dollar dist. Das soll ich dann nochmal. Nochmal abfragen, ob es nicht leer ist. Und nur dann, nur wenn das erste nicht leer ist und das zweite nicht leer ist, nur dann soll er das Echo ausgeben. Die, da oben, da ist er glücklich und macht eine 0 draus, also das sind jetzt immer die einzelnen Summen. Und jetzt kann ich natürlich hergehen und sagen, Summe gleich Summe. In diesen eckigen Klammern braucht man bei den Variablen auch nicht unbedingt Dollar angeben, dann nimmt er sich da die Shell-Variable mit. Jetzt hoffe ich, dass das so geht. Und dann kann ich am Schluss Echo Dollar Summe sagen, 1740. Also das wäre jetzt so die, ich rechne wirklich in der Shell. Ja, ups, ein Echo noch davor. Und wenn, ja. Und ich tue die, oh. Ja, das. Wer sieht's? Das ist nicht so gut. Ich bin jetzt immer in der gleichen Shell und Summe ist wirklich eine lokale Variable. Und da werden jetzt immer nochmal 1740 drauf addiert und nochmal 1740. Wenn ich das so mache, dann sollte man natürlich vorher die Variable einmal initialisieren. Wäre bei den anderen Skriptsprachen genau das gleiche, wenn ich das zweimal in einem AWK-Prozess laufen lassen würde. Ja, und wenn dann sowas fertig ist überhaupt, dann, also ich hätte es jetzt tatsächlich auf der Kommandozeile so lange rumgebastelt, statt Editor rein, raus, aufrufen, dann machen wir AWK 1. AWK, nee, dist heißt das ja, gell? Das in eine Datei schreiben, die letzte Lösung nehmen. Da steht ja jetzt eigentlich alles drin und dann kann man das dann entsprechend laufen lassen. Da brauche ich dann das Zoom wieder nicht mehr. Ach Quatsch, ich bin noch eine Shell. Bin Bash davor schreiben und so weiter. Und dann kann man das in viele Zeilen verteilen und kann ein schönes Shell-Skript draus machen. Aber entwickelt tue ich ganz viele so Sachen mit bis zu einer gewissen Länge tatsächlich auf der. Oh. Ach, wenn das jetzt noch hinten AWK. Dist 1.sh. Na? Das ist 1 SH. Oh. Ah, SHG ist auch eine Abwehr. Editor weiß, dass es die Shell ist, dann rückt das auch richtig ein und hilft ein bisschen mit. Ja, und das Fahrtenbuch will man natürlich hinten hinmachen. Echo oder Sum. Geht immer noch. Für Integer-Rechnungen geht es recht prima. Wenn man jetzt tatsächlich Fließkommazahlen haben möchte, hat man echt ein echtes Problem damit. Und einfach um, gibt immer ganz viele Lösungen, sowas zu machen. Und es gibt noch andere Kommandozeilen-Rechentools. Wie lange dürfen wir? Also
Oh, okay. Dann das vielleicht ganz schnell zeigen. Also so die Rechentools, mit denen ich auch in Unix groß geworden bin, es gibt den BC, den Binary Calculator. Da kann man wirklich so irgendwie Rechenoperationen eingeben und sagen irgendwie 2 plus 3 gleich 5 oder sowas. Oder 2 mal 3. Und der kann auch Fließkommazahlen. Und es gibt den DC, den Dickel Calculator für die Freunde von HP-Taschenrechner, der ist umgekehrt polnisch. Da muss man, was weiß ich, 42 mal 7, ups, 7 mal und P für Print, gibt mir das dann mal aus, damit ich das Ergebnis sehen kann. Und jetzt kann ich dann auch, da auch immer reinpalmen. Ich kann jetzt so sagen, also 1 mal 200 Kilometer plus 2 mal 300 Kilometer oder sowas und das in den BC reinpalmen. Ich habe mir 800 raus oder so, was weiß ich, in den DC. Beide werden wir jetzt nicht hinkriegen. Das heißt, wenn ich jetzt schaffe, aus den Zeilen da irgendwie 1 mal 30 plus 2 mal irgendwie zu machen und da den Rest wegzulassen und einfach die Zahlen zu haben, dann kann mir die eigentliche Rechenoperation nachher der BC oder DC machen. Und für sowas ist natürlich wieder, also jetzt aus einer Zeile so ein bisschen die Sachen umorganisieren, die richtigen Sachen rauspicken, würde ich eigentlich wieder mit AWK machen, weil es dann die Spaltenseparation am einfachsten ist, aber das ist ja blöd, weil dann kann ich auch rechnen. SED, wie? Nein, aber SED ist ja auch so ein Tool, mit dem man ganz viel zur Zeile für Zeile bearbeitet und reguläre Ausdrücke und sowas macht und es nicht so gut rechnen kann. Irgendwie soll es das geben, ist Turing vollständig, da weiß ich nicht, wie SED rechnet, aber ich weiß ja, ich kann die Rechenausgabe ausgeben und dem BC vorwerfen, was durchaus praktisch sein kann. Also, probieren, wie geht sowas. Und da würde man jetzt auch anfangen, wie der Frank das vorher gemacht hat. Also da gibt es so ein Suchen und Ersetzen. Ich suche mir irgendwas und ersetze das durch irgendwas und gebe es wieder aus. Und da jetzt nicht alle Zeilen interessant ist, kann man dem SED sagen, minus N, gib mal erstmal nichts aus. Und nur wenn du was gesucht oder ersetzt hast, gib es aus, damit ich die Leerzeilen raus kann. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich suche am Zeilenanfang. Jetzt kommen diese Gruppen, aber jetzt weiß ich gar nicht, ob der Backslash D kann, das werden wir gleich merken. So. Nimm mal die runden Klammern, brauche ich gleich. Merk dir mal diese, alles, was da jetzt gematcht hat. D ist ein Digit, also, sind da Punkte mit drin? Weiß ich gar nicht. Wenn man das nicht so weiß, dann kann man einfach sagen, von 0 bis 9 ein Punkt und ein Minuszeichen lassen wir vielleicht auch zu. In ähnlichen Klammern die Zeichen und von denen beliebig viele. Das passt mal irgendwie. Das ist die erste Gruppe. Und dann kommt auch wieder Backslash T plus. Da sind mehrere Tabs drin und dann machen wir irgendwie Punkt Stern, das, sind jetzt, das sieht gleich aus wie in dem Python, das ist jetzt fast die Fromms Match, dann machen wir wieder die Tabs und dann Punkt Stern, das ist dann die Tuschspalte und dann machen wir nochmal noch mehr Tabs, schön ist anders und dann machen wir wieder Punkt Stern, das müsste die vierte Spalte sein, Punkt Stern und dann machen wir wieder Backslash T plus. Und nochmal irgendwas Punktstand sagt, so. Und was mich interessiert, ist die erste Spalte hier, da habe ich schon mal rote Klammern drin. Der Punktstand ist die zweite Spalte, die dritte, die vierte. Da kann man sowas auch machen. Wäre so die Idee. Und ich würde das gerne ersetzen, aber erstmal zum Testen. Einfach zeig mir mal die erste Spalte und die vierte Spalte. Also die sagen immer, Quatsch, nicht Spalten, sondern was matcht. Das erste Klammernpaar ist Backslash 1. Das zweite Klammernpaar, wo, die anderen habe ich ausgelassen. Man könnte jetzt erst alle 1, 2, 3, 4 machen. Dann wird man hier und gibt das mal, und wenn das getroffen ist, dann tut die ganze Zeile ersetzen durch erste Klammer, zweite Klammer und das P gibt es aus. Mal gucken. Das darf, sonst gibt da gar nichts aus. Das sollte, also im Zeilenanfang hätte ich gern der 0 bis 9 Punkt Stand, aber man kann mal jetzt die beiden. Oh, da ist eine eckige Klammer zu viel. Sorry, das hätte hier rein müssen. Aber. Das ist das Gemeine mit den vielen regulären Ausdrücken. Das Standard-SED kann zum Beispiel noch kein Minus T und solche Sachen. Das ist schon wieder so eine Erweiterung. Da muss man dann One-Page lesen und feststellen, eine von den 26 Optionen minus R, mach mal die moderneren regulären Ausdrücke. Jetzt ist irgendwas ganz unglücklich. Muss ich jetzt hier, dann muss ich bei den runden Klammern, glaube ich, die Backslashes weglassen. Deswegen ist es furchtbar. Ha! Die erste Spalte stimmt und die nächste stimmt nicht. Da müssen wir nochmal hineinschalten. Aber die erste hat er gekriegt. Also SED kann man schöne Sachen machen. Ich verwende das minus R fast nie. Aus genau dem Grund. Aber das hat jetzt hier gematcht. Das Punktstern matcht leider auch die Tabulatoren.
Da war ich mal, ja, aber da hinten nochmal einen braucht und Friedi. Achso, man hätte nochmal Ziffern hier haben müssen. Ah, ich würde hier Punktstern. Also wenn ich hier nochmal sage, ich brauche aber Ziffern. Jetzt müsst ihr eigentlich auch im Backslash D funktionieren. Mal gucken. Auch nicht besser. Wenn man es richtig und sauber macht, ist wie richtig, ist Punkt matcht jedes Zeichen. Das heißt, ich habe die ersten Ziffern und viele Tabulatoren und der Rest matcht alles auf der Zeile und dann kann alles, was danach kommt, auch leer bleiben. Dann ist es immer noch gültig. Und deswegen, wenn man es sauber macht, würde man jetzt hier sagen, ich alles außer einem Tab. Also hier ein Nicht-Tab-Zeichen und davon beliebig viele und dann kommt wieder ein Tab-Zeichen und dann wieder ein Nicht-Tab-Zeichen, beliebig viele und dann wieder ein Tab-Zeichen und dann hier. Eigentlich müsst ihr einen Backslash D tun. Die Ziffern, beliebig viele. Und das soll wieder ein Plus machen eigentlich. Achso, wäre auch hier richtig, die nicht. Achso, wenn eine Spalte leer ist, haben wir jetzt nie. Reguläre Ausdrücke so hinfriemeln, dass es eine Eingabe genau richtig und präzise matcht. Das war in den Python, gibt es auch Sonderfälle, wo das noch nicht so ganz getan hat. Ist eklig. Und man muss sich gut überlegen, ob man das wirklich so machen möchte. Achso, und hinten raus, Punkt Stern wird schon passen. Mal gucken. Er mag mich nicht. Ich war da schon zu gut. Aber er gibt nichts aus. Wenn man jetzt sieht, es wird gar keine Ausgabe gemacht. Warum wird es nicht gemacht? Weil irgendwas jetzt gar nicht tut. Wollen wir nicht vielleicht doch cheaten? Ja, also da haben wir mal was vorbereitet. Das wirklich. Das ist die Historie von, was wir das erste Mal gemacht haben. Mit SED, Tab, Ausgeben. Das ist, kann man auch noch zeigen. Also einfach zum Rauskriegen, wie geht es mit den Tabs? Da habe ich halt rumexperimentiert, was geht so ein Tab? Und man kann einfach mal gucken, wo sind denn Tabs, indem man zum Beispiel auch sagt, ich tue so einen Tab ersetzen durch einen Klammeraffen. Dann merkt man, da ist ein Klammeraffe und das ich weiß so. Und wenn man das macht, dann hat er jetzt genau einen Tab durch einen Klammeraffen ersetzt, weil diesem SED auch noch in solchen Feldern macht es mit G, Global, mehrmals in einer Zeile. Dann merkt man zumindest, dass mit dem Backslash T funktioniert. Wenn ich das R wegmachen würde, würde das mit dem Tab nicht funktionieren. Und so kann man halt relativ viel rumprobieren. Also ja, wir haben da länger probiert, bis das richtig schön aussah. Und das richtig schön ist dann der hier, mal zeigen. So, der macht dann genau das, was ich jetzt hier nicht hinbekommen habe. Zack. Einmal 30, also das ist hier suchen und ersetzen für alles Mögliche und es wird ersetzt durch die erste Spalte, da habe ich alle in Klammern gemacht, mal vierte Spalte plus einmal 30 plus, nächste einmal 30 plus und jetzt kann ich das alles Echo, führe das mal auf und tue das mal auf eine Kommandozeile und ziehe die Rechenfunktion so auf, wenn ich das jetzt in das PC reinmache, dann ist er total unglücklich, weil es hinten mit dem Plus aufhört und nichts addiert wird. Aber nichts leichter als das. Ich brauche jetzt bloß diesem Echo. Tu mal diese ganze Rechenaufgabe mit dem SED machen, auf die Kommandozeile von dem Echo noch eine 0 hinten dran. Und schon ist es eine gültige Rechenaufgabe und es kommt 1740 raus. Ja? Und das Schöne dabei ist, die können jetzt auch wieder Fließkommazahlen rechnen. Ob da SED die beste Wahl ist, das hängt sehr vom Input ab. Also, wenn da nicht Tabs und Spaces drin wären, was man in Unix ja nie macht, wäre das alles viel einfacher gewesen. Jetzt haben wir noch 5 Minuten. Genau. Also ich würde jetzt noch zeigen, wie man rechnet ohne Mal und Plus. Dann müssen wir 5 Minuten hinkriegen. Das kriegen wir. Das ist viel einfacher. Also nur erstmal, wie das so geht. Wie rechnet man ohne Multiplikation und Addition? So die alten Insulaner haben das immer gesagt, ich sage immer mit Muscheln. Also das kommt ja auch so von Shell-Programmieren mit Muscheln zählen. Ich habe so einen Stapel von 1, 2, 3, 4 Sachen. Ich weiß nicht, wie viel es ist. Aber da gibt es sowas wie WC für Muscheln zählen und sowas. Zählen wir das mal zusammen und das sind 4 Sachen, ja, das kann jetzt ABC und irgendwas sein. Ich mache 3 Häufchen und WC sagt, ich habe 3 Häufchen gesehen. Trivial. Das Schöne aber an der Shell ist, man kann so Sachen hinschreiben wie 5. Machen wir mal die Zahlen von 1 bis 5 und ich kann da auch noch irgendwas davor schreiben. Das kann total nett sein, um mir Dateinamen und sowas zu generieren, aber ich habe immer noch 5 Häuflein, die irgendwas sind. Und wenn ich dann WC-W mache, sind es 5 Häuflein. Und das Schöne ist, wenn ich das jetzt nochmal mache, andersrum. Also das mit den Xen ist erstmal unwichtig. Dann mache ich 5 Häuflein mit irgendwas und 3 Häuflein mit irgendwas und das sind dann zusammen 8 Häuflein. Addition. Und wenn ich jetzt hergehe, die Dinger direkt zusammenschreibe, dann nimmt er die 1 aus dem ersten, macht 1, 2, 3 dran und dann sieht es so aus. Er tut halt beide durchiterieren, das ist ein Kreuzprodukt. Und was da rauskommt ist
3 mal 5, das ist die Multiplikation. Ja? Und jetzt, wenn man das Fahrtenbuch anguckt, ich meine, wie schreibt man das Fahrtenbuch hin? Also die Rechnung, die hier steht, ist irgendwie von 1 mal 30 Häufchen, das ist die erste Multiplikation. Und das ist die zweite Zeile, 1.2 mal 280 und sowas, also halt 1 bis 280. Und von 1 bis 2 mit 1 bis... Und wenn das gut geht, müssten das jetzt genau 1740 Muschelhäufchen sein. Und genau wie das vorher mit dem SED und sowas funktioniert hat, kann man das jetzt natürlich auch, das machen wir jetzt, damit ich mich nicht so oft vertiefe, das haben wir wieder einmal vorbereitet, aber also das ist die Rechenidee. Und das Einzige, was man machen muss, wie man das auseinanderbröselt und die Rechenkünste und sowas rauskriegt, haben wir ja schon gehabt. Das ist genau die Einleseroutine. Nimm das Tab-Zeichen, damals noch mit Echo, weil ich es nicht besser wusste. Ich maus es mal ab und hack es dann wieder in Stücke. So. Das kommt 1743 raus, dann hat er die Leerzeilen mitgenommen. Und was da jetzt erstmal rauskommt, wenn ich das Eval weglasse. Das Dumme ist bei dem Echo, wenn ich es in so einer Kommandozeile mache und Variablen reinsetze, da ist jetzt das Dollar-Num. Und dann kommt da wirklich vorher, wenn ich also ein Echo von 1 bis 10 mache, dann Echo, halt, Echo 1.10. Das hat funktioniert, das habe ich gezeigt. Wenn ich jetzt aber eine Variable n habe, wo 10 drin steht, dann sagt er mir nur das 1.10. Da führt er das gar nicht mehr aus, weil er das n ersetzt, das Echo aber schon gemacht hat, aber da gibt es ja das magische Ding. Eval, tu mal hinten die Variable ersetzen und tu dann die ganze Zeile mit dem Echo nochmal ausführen. Und dann macht er das auch wieder. Das ist genau das, was hier oben passiert ist. Wenn ich das Echo allein mache, dann kommen eben diese schönen... Ups. Du, Echo. Aha. Ah, da habe ich, weil ich da hinten das dran gemacht habe. Kommen die einzelnen Arithmetik-Sachen rein, wobei ich... Ah, und das sind die, die mir den Extra gemacht. Da muss ich dann einmal noch abfragen, so ähnlich wie vorher bei der Shell auch. Aber wenn ich die dann evaluiere... Dann beschwert er sich einmal, dass da, weil das 1.. das wir gesehen haben, mit dem Leeren, das ist ungültig. Das darf man so nicht schreiben, wenn ich das jetzt hier einfach auf dem Echo, auch auf der Kommandozeile ausprobiere, gibt es. Was war die Fehlermeldung? Ach, das ist immer noch da. Und da unten sieht man die letzte Leerzeile, die müssen wir abfragen, sind die Dinger leer oder nicht leer, dann tut es auch wieder. Und dann kann man wieder WC die Muschelhäufchen zusammenzählen und ohne, dass ich irgendwas multipliziert oder addiert habe, kann ich solche Arithmetikoperationen ausführen. Aber das ist dann schon höhere Mathematik an der Stelle. Also dafür ist es eine blöde Idee, gebe ich zu. Das kann extrem praktisch sein, abhängig von irgendwas. Es findet keine Schleifenoperation mehr statt. Und wenn ich jetzt 10 Dateien oder irgendwas anlegen möchte und es kommt so eine Variable raus, dann kann ich tatsächlich dann eben hier, ich habe mein N von irgendwoher, dann kann ich vor I in... kann gesteuert von irgendwas mir schleifen und Sachen generieren. Das ist auch noch ein bisschen gekünstelt. Es gibt Sachen, wo das richtig praktisch sein kann. Eine etwas komplizierte Schleife. So. Gut. Jetzt sind wir sozusagen wirklich am Ende der Zeit. Ich denke, es haben alle gesehen, was man damit machen kann. Und wenn ich das sozusagen im Kurs einbaue, dann bin ich mal wieder gespannt und überrascht, was an Ergebnissen rauskommt. Eine Lösungsvariante, die wir nicht gezeigt haben, die ich auch von Teilnehmern gesehen habe, ist, es hat jemand einfach die Zahlen genommen, hat das in eine MySQL-Datenbank gepackt, hat eine SQL-Anfrage hinterher geschickt, das Ergebnis ausgelesen und im Shell-Skript wieder ausgegeben. Das haben wir jetzt hier am Beispiel nicht, aber ich denke, wir haben gezeigt, was geht. Wenn es weitere Anregungen gibt, wenn es weitere Wünsche gibt, können wir das gerne beim nächsten Mal machen. Und wir freuen uns auf die Rückmeldung von euch. Vielen Dank. Ja, Dankeschön.